Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Schubis Playground zu Let's Play Papo und Jo. Leider habe ich in den letzten Folgen, gab es ein kleines Problem mit dem Programm, sag ich mal. Und deswegen sind jetzt die letzten beiden Folgen, die ich eben schon fertig aufgenommen hatte, leider verschwunden. Dementsprechend laufe ich jetzt hier nur noch durch, soweit ich das hatte. Und deswegen weiß ich eigentlich auch schon so gut wie alles, wie das jetzt hier weitergehen soll. Ist jetzt vielleicht dadurch nicht ganz so spannend oder so, aber gut. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das Programm da so rumgefuchst hat, rumgepackt hat, weiß ich nicht. Es hat auf jeden Fall immer nur 2 Sekunden aufgenommen und dann war es auch schon wieder mit den Folgen. Ich habe mir da einen abgelabert und habe halt die Level durchgezogen. Und im Endeffekt war alles für die Katz, weil das Bild dazu fehlte. Und ich habe es nicht gemerkt, obwohl ich die Anzeige eigentlich eingeblendet habe. Naja. Hat man mal mit. Deswegen habe ich jetzt die alten Checkpoints nochmal kurz geladen, soweit wie ich war, gespielt. Also mit der Aufnahme war. Und jetzt machen wir den ganzen Spaß nochmal von vorne. Sehr weit bin ich nicht gekommen, weil ich die meiste Zeit an dem Rätsel, was nach diesem hier kommen wird, gesessen habe. Tschu-tschu-tschu. Kiko, benutze den Hundertfüßer, um Monster hier zu bringen. Kann man das nicht überspringen? Nein. Ja, der Hundertfüßer ist ein bewegliches Bett, was hier von Savepoint, sage ich mal, zu Savepoint wandert, beziehungsweise wandern kann, wenn man es denn zu Fuß dahin befördert. Wie das abläuft, seht ihr denn ja gleich. Problem ist, sobald Monster aufsteht, verschwindet das Bett und wandert dann wieder hier zum Startpunkt zurück. Zweites Problem ist, ich komme da oben an die blaue, komische Beere nicht ran. Kann man aber ganz leicht lösen, das Problem, indem man die Frösche, die der hier fressen will, einfach wegsperrt. Und dafür gibt es nämlich dieses Gefängnis hier. Oh. Doink. Zumindest hat das vorhin geklappt. Sobald ich dann hier in der Nähe war. Ach, komm. Sind die Frösche dann verschwunden? Und bewegen tun sie sich auf diesem Feld auch nicht. Keine Ahnung, ob das überhaupt notwendig ist. Und auch keine Ahnung, wozu die blaue Beere dann da ist, weil ich die jetzt eigentlich nicht brauchte. Aber der Rest ist jetzt eigentlich hier erstmal nur Laufarbeit. Ja, wenn man hier drauf geht, verändert man die Richtung, in der das Bett laufen kann, beziehungsweise läuft. Viele Rätsel gibt es eigentlich auch nicht, weil man den Sound, der dann erscheint, ja eben gehört hat. Also muss man selber einfach nur noch drücken bis zum nächsten Punkt, zurücklaufen, Richtung ändern, drücken bis zum nächsten Punkt und so weiter. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wie ich darauf gekommen bin. Mohahaha. Aber brauchen natürlich trotzdem nicht, von daher ist es auch Lachs. Tü-tü. Tü-t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 ü. Pflanzt ihr.
Upsala. Inspector Gadget. Oh Mann. Ja, in letzter Zeit zu viel über Skype gespielt. Mit einem bestimmten Herren, der mir dieses dämliche Titel, Melodie, Song, Dingsi in den Kopf gesetzt hat. Danke nochmal dafür, falls du das siehst. Oh, tipp. Fuck. Muss ich jetzt etwa... Nee, muss ich nicht. Ich dachte gerade, ich muss den jetzt erstmal wieder zurücklaufen, den Meter dann noch ranbewegen und dann wäre es das wieder, aber... Es geht doch so. Tschu. Ja, wozu diese Ecke ist hier? Ich vermute mal einfach nur eine Abkürzung, um schneller wieder hier zurückzukommen. Damit man nicht einmal ganz außen rumlaufen muss. Wer war denn das jetzt hier? Der? Ach nee, Quatsch, der kommt ja jetzt nächstes Jahr erst. Das ist mit denen hier. War ich schon ein Feld zu weit? Schön draufklettern, noch sind die Frösche da, gleich müssen sie verschwunden sein. Da sind sie weg. Perfekt. Ja, normalerweise kann man sich auch an den kleinen Zeichen, die am Rande dieser Tausendfüßler-Kästchen da sind, orientieren und dann gucken, welchen der Schalter man hinten aktivieren soll. Was aber überflüssig ist, da sowieso der Sound kommt, sobald man auf dem richtigen steht und man sieht ja auch die ungefähre Richtung, in die man laufen muss. Von daher erübrigt sich das eigentlich. Dummheit, wer das jetzt auch geschafft? Der Tempel ist nicht mehr fern. Vergiss Monster erstmal und folge mir. Jawohl, Sir, Ma'am, Sir. Es geht hier lang, Kiko. So, Schwierigkeit hier ist jetzt, man muss diese Beine nach rechts befördern. Wenn man sie aktiviert, kommt da ein Frosch raus. Und die laufen hier halt hin, damit man drüber laufen kann. Aber sobald Monster einen Frosch frisst, ja, wird er halt aggressiv und greift hier an. Mal gucken, ob ich das jetzt ein bisschen schneller schaffe. Hier bin ich das letzte Mal nämlich eine Weile lang gescheitert. Was hier auf jeden Fall recht nützlich ist zu wissen, da hinten ist eine blaue Beere. Wie gesagt, wenn man die aktiviert, hier kommt so ein Frosch raus. Ach Mist, jetzt habe ich das vergessen. Okay.
Ja, und während man diese Animation sieht, von wegen Schalter aktivieren, darf man halt weiterhin schon laufen, muss also nicht die ganze Animation abwarten. Was auf jeden Fall recht hilfreich ist. Genau das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Deswegen warten wir jetzt mal auf die neue blaue Beere. Die habe ich nämlich vergessen zuerst zu werfen. So, ups. So, die betäubt ihn jetzt ein bisschen, hoffe ich. Das letzte Mal hat es zumindest so geklappt. Und dann immer nach jedem Schalter zurückrennen, eine neue blaue Beere werfen zum Betäuben. Ich hoffe, ich renne jetzt hier nicht blinderweise gegen eine Wand oder so. Lauf, 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 lauf. Lauf, Forrest, lauf. Jetzt kommt Nummer 2. Beruht eigentlich alles auf dem gleichen Prinzip, immer hin und her laufen und versuchen, blaue zu erreichen, bevor er den Frosch erreicht. Darum habe ich auch vorhin die gelbe Frucht da halt rechts hingeworfen, damit er da einen längeren Laufweg hat. Damit er halt hinten am Fressen ist und nicht vorne. Und zum blauen Bären das erste Mal auf jeden Fall hinlaufen muss noch. So, jetzt müssen wir nur noch schnell genug rüberlaufen und dann war es das eigentlich auch schon hier. Und hotjip. Ja, perfekt. Checkpunkt wird gespeichert. Whoop. Ja. Das zeige ich jetzt noch kurz, was hier am Altar passiert. Und dann ist diese Folge auch beendet. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Bis zur nächsten Folge. Bye bye. Hapa ona lula, se vodia se tanu papo, tabalie sa, sa u vareia. Dato qui, Kiko.